Yo Leute, was geht ab? Euer Beats heißt euch herzlich willkommen zu diesem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß, wir spielen heute mal wieder ein bisschen PvP und ich muss reden. Bis gleich, wir legen los. So Leute, bitter ist natürlich, ich muss das Ganze jetzt zum zweiten Mal hier aufnehmen. Es gab ein kleines Problem und zwar nehme ich ja mit dem Programm OBS auf. Und ja, es gab da so ein Update, habe ich mir gedacht, ja okay, komm, machst du mal schnell, das dauert eh nur ein paar Sekunden und ich musste sowieso noch was anderes machen. Hab geupdatet und hab dann aufgenommen. Aber beim Update hat er einfach irgendwas umgestellt, dass er die Datei dann nicht in MP4 rausgibt, sondern in irgendeiner, was weiß ich was für einer Drecksdatei, FLV oder irgendwie sowas. Und ja, das ist mega scheiße. Und das muss ich dann erstmal wieder umstellen. Beziehungsweise ich habe halt aufgenommen, die Aufnahme war richtig lustig. Und ja, dann musste ich feststellen, ja, hat mir nichts gebracht, einfach null, weil ich das nicht verwenden konnte. Aber naja, ich meine, so ist das manchmal im Leben. Und da kommen schon die ersten Gegner. Oh, da hat er mich verarscht. ja, aber jetzt bin ich traurig. Es ist wirklich bitter, muss ich sagen. Es ist wirklich sehr, sehr bitter. Genauso bitter, wie wir jetzt verloren haben. Ja, also jetzt wisst ihr natürlich, wie bitter das ist. War wirklich cool. Ich wollte gerade starten zu schneiden und so weiter. Und da ich ja sowieso spät dran bin, wäre das eigentlich optimal. Ich habe nämlich über sehr, sehr wichtige Themen geredet, was auch euch so ein bisschen angeht die nächsten Tage, Leute. Also bleibt auf jeden Fall dran. Hört mal bitte ganz, ganz, ganz kurz zu. Es gibt da so eine Sache. Und zwar heißt die Urlaub. Und ich bin dort bald. Und ja, das ist natürlich dann ein bisschen kritisch für YouTube immer Urlaub, weil man dann vorproduzieren muss. Man muss viel Zeit investieren und die Zeit muss ich jetzt zurzeit investieren, Leute. Denn, ja, wie schon gesagt, ich bin im Urlaub und heute ist Samstag. Wir haben gerade 12.20 Uhr und das Video sollte eigentlich so spätestens um 13 Uhr kommen. Ja gut, wird jetzt wahrscheinlich erst so 14 Uhr sein oder so. Aber naja, dann machst du natürlich nichts und den hauen wir jetzt erstmal runter. Ja, okay, das war natürlich auch bitter jetzt, dass wir sein Bett nicht abgebaut haben. Und, ja, also es kommt dann halt irgendwann. Ich meine, letztendlich ist es auch gar nicht so wichtig, wann das Video kommt. Hauptsache, es kommt irgendein Video. Und, ja, ich hatte halt gestern nicht so Zeit, war müde, dann irgendwie keine Lust mehr, keine Motivation mehr gehabt, nochmal, ja, mich irgendwie an den PC zu setzen oder so. Und, ja, deswegen entschuldigt dies, aber... Ja, ich meine, wenn man mal keine Lust hat, dann ist das halt so, dann muss man sich oder sollte man sich auch nicht irgendwie zu etwas zwingen, denke ich oder so sehe ich das zumindest und ja, gut, jetzt ist er endlich down. Oh, da ist ein hübscher Skin. Hallo, hallo, hübsches Skin. Oh, wie süß er aussieht. Oh, man. Leute, ich muss ganz kurz mal was loswerden. Und zwar, wie ich schon gesagt habe, ist jetzt Samstag und circa, ja, 12.22 Uhr jetzt genau. Und ich habe das große Glück, Leute. Ich habe das riesengroße Glück, heute, ja, den ganzen Tag an einem Samstag am PC zu sitzen und Videos zu machen. Weil die Videos vorproduziert werden müssen. Ich fahre nämlich Sonntagabend los in den Urlaub. Und ja, ich bin 10 Tage weg. Das heißt, es müssen mindestens 10 Videos gemacht werden, vorproduziert werden. Heute, wie gesagt, Samstag. Und ich habe heute den ganzen Tag, morgen den ganzen Tag Zeit, genügend Videos zu machen. Also 10 Stück an 2 Tagen. Wird richtig einfach auf jeden Fall. Sind zum Glück nur 10. Natürlich nicht, Leute. Das wird mega hart. Ey, wieso kann ich das nicht abbauen? So, jetzt. Das wird mega hart und ja, ich gebe trotzdem mein Bestes. Ich habe schon die anderen, ein oder anderen YouTuber gefragt, ob die Bock haben mitzumachen und ja, da haben sich schon ein paar gemeldet und deswegen freut mich das auf jeden Fall. Da werden coole Aufnahmen auf euch zukommen und ja, das ist auf jeden Fall cool. So, was ich jetzt als nächstes noch ansprechen wollte, ich habe nämlich ein bisschen mehr zu bereden, was aber auch wirklich wichtig ist alles. Ich will eventuell bald eine Schreibtischtour machen. So, ich will keine direkte Roomtour machen, weil es ein bisschen zu viel, ja, Privatsphäre, die da gezeigt wird. An sich natürlich nicht, es ist nur ein Raum, aber ich meine jetzt zum Thema, ja, wenn hier irgendwelche Bilder oder so, Real-Life-Bilder hängen oder so, sowas meine ich jetzt, ne, könnt ihr, denke ich mal, alle nachvollziehen und, was für Team bin ich? Ich bin Team Grün, okay. Und, ja, deswegen mache ich keine Room-Tour, sondern will nur eine Schreibtischtour machen und ist ja, denke ich mal, auch nicht so dramatisch. Ich meine, ist doch was Cooles, dann seht ihr mal, wie und wo ich unter welchen Bedingungen aufnehmen kann oder generell jeden Tag aufnehme, wo ich dann sitze und was vor mir ist, was ich benutze, um meine Videos zu machen. Ich finde das eigentlich ganz cool und ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, wie das Ganze aussehen soll, weil es gibt natürlich verschiedene Varianten, wie man sowas zeigen kann. Soll ich normal spielen und euch dann Bilder einblenden immer und darüber reden oder soll ich das selbst filmen halt vor meinem Schreibtisch? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben und natürlich mit einem Daumen nach oben bewerten. Kräftig mit einem Daumen nach oben bewerten, falls ihr diese Schreibtischtour unbedingt sehen wollt, dann weiß ich, wie gerne ihr sie sehen wollt. Und ja, das machen wir dann, ist kein Problem, falls ihr das alle wollt. Und deswegen zeigt es einfach mal mit einem Daumen nach oben. Wir,
ja, machen das dann einfach, beziehungsweise ich mache das dann einfach an einem Tag, wenn wir eigentlich, wenn ich eigentlich gar nicht zu Hause bin. Das heißt also, ich produziere das vielleicht auch mal vor. Wer weiß, mal schauen, wie ich es schaffe. Wäre aber cool, ne, wenn man das vorproduziert. Ja, wäre eine frische Sache auf jeden Fall. Mal schauen, wie ich es schaffe. Okay, jetzt können wir uns mal noch ein schönes Schwert hier holen. Auf jeden Fall ein besseres Schwert. Und eine Rettungsplattform, würde ich noch sagen. Gold. Eine Rettungsplattform dazu, würde ich noch sagen. Und dann sind wir doch schon mal ganz gut ausgerüstet. Da kommt schon einer, ich weiß es. Okay, aber den haben wir bekommen. Zack. Jawohl, da ist er down. So, die Rettungsplattform hier auf die 9. Und ja, wo wir jetzt bei der 9 sind, können wir direkt schon mal mit dem nächsten Thema starten. Ich habe ja letztens oder damals einmal erzählt, dass ich, ja, keine richtige Maus mehr habe, dass meine Maus nicht mehr richtig funktioniert. Und ich hatte ja die Chrome Pure Color in Rot. Und das Ganze ist jetzt quasi behoben, dieses Problem. Natürlich nicht auf die Weise, dass meine alte Maus wieder klappt, sondern der liebe Florian Rockdog, genannt auf Twitter, kennt ihr sicherlich alle, ist ein cooler Dude, ein sehr, sehr netter cooler Dude. Und ja, er hat mir eine neue zugeschickt, die Rocket Cone Pure, wie ich sie schon hatte. Was auf der einen Seite natürlich ganz, ganz cool ist, weil ich jetzt damit vertraut bin, weil ich jetzt weiß, wie sich die anfühlt und so. Deswegen ist das ganz cool, muss ich sagen. Und ja, den haben wir jetzt hoffentlich mal runtergehauen. Heps. So, dachte der, ne? Dachte er, dass er hier vorbeikommt am Beats. Nee, nee, so nicht, mein Freund. So nicht. Da hinten ist er. Ja, ist cool, weil ich vertraut damit bin. Ich hätte natürlich auch gerne mal eine andere ausprobiert, aber ich wusste auch gar nicht, was er mir schickt. Also, er hat gesagt, ja, ich schicke die neue. Und jetzt habe ich halt diese hier. Und es ist auch ganz cool, muss ich sagen. So, wir haben das Bett. Und wir haben ihn. Jawohl, da ist er down, da ist er down. Jetzt in der Zeit kommt er natürlich zu uns. Bitter, bitter, aber schade. So, jetzt ist unser Bett weg. Das heißt, wir laufen jetzt zu ihm rüber und bauen sein Bett ab. Gut, ich töte ihn mal nicht. Er ist, was für ein Team? Team Türkis. Team Türkis ist das da drüben, denke ich mal, oder? Er wird sich jetzt, glaube ich, selbst töten, damit er bei seinem Bett spawnt, oder? Ich weiß es nicht. Oder er, oh, ey, er traut sich außen rumzulaufen. So, wir holen das jetzt. Er hat zum Glück kein Stuff, das ist gut. Jawohl, wir haben sein Bett, wir haben sein Bett. Und jetzt müssen wir ihn nur noch hier runterhauen. Mit, Scheiße, hat nicht geklappt, er ist da oben noch. Fuck, okay, das wird jetzt hart. Wie sollen wir ihn holen? Das ist die Frage. Wir bauen uns erstmal hoch, würde ich sagen. Ein bisschen Risiko, ob wir jetzt gewinnen oder verlieren, ist dann letztendlich auch egal. Oh, wo ist er? Da ist er. So, wir haben uns gerettet. Gerettet, 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 tettet. Ha, komm runter, mein Freund. Du willst doch sterben. Ich weiß es. Ja, Leute, das ist eigentlich alles, was ich ansprechen wollte. Ich glaube, mehr wollte ich gar nicht sagen. Also, es sind schon ein paar wichtige Themen dabei gewesen. Und, ja, wieso das Video jetzt so kurzfristig kommt, wisst ihr ja auch. Er ist da. Er sieht mich, glaube ich, nicht. Er hat mich wirklich nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Und wir haben ihn. Wir haben die Runde gewonnen. Ja, Mann. JJ. Alter, krass, sehr, sehr nice. Die erste Runde schon mal gewonnen. Was ihr auf jeden Fall noch machen könnt, Leute, da das Video ja noch heute kommt, kann ich heute noch Kommentare lesen, könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr noch so sehen wollt, was ich noch so vorproduzieren soll, weil da ist sehr viel Möglichkeit natürlich. Ich kann sehr viel vorproduzieren und was ich auf jeden Fall machen werde, ist mit den Banks, denke ich mal, eine Runde Lucky Loot und eine Runde Lucky Quiz aufnehmen. Das werde ich machen, damit das auf jeden Fall mindestens einmal kommt in den Tagen, wo ich weg bin. Und dann, ja, was ich noch vorhabe mit ein paar anderen YouTubern zusammen, das machen wir heute auch noch. Wir nehmen, das kam sehr, sehr lange nicht mehr, Leute, Four Arena auf zu viert. Und das wird, glaube ich, cool. Hoffentlich klappt das. Hoffentlich sind alle da und alle können aufnehmen. Weil da habe ich mega Bock drauf, mit den Jungs zusammen das Ganze zu zocken. Das macht Bock. Ich freue mich schon. Das kam auch sehr, sehr lange nicht mehr. So eine Runde vor Arena zu viert ist nämlich richtig, richtig cool. Und ansonsten weiß ich gar nicht, was ich noch bringen soll. Könnt ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben, was wollt ihr als vorproduzierte Videos sehen? Einfach schnell mal in die Kommentare schreiben. Und falls das Ganze irgendwie schon da steht, einfach dem Kommentar oder der das geschrieben hat, dem dann einfach einen Daumen nach oben geben oder so. Dann sehe ich das auch. Und ich sehe generell, denke ich mal, alle Kommentare. Wir können uns auch mal hier runter sneaken. So, und dann hier rüberlaufen, weil das Bait wird dann noch safe stehen. Und die haben mich nicht gesehen. Okay, sehr nice, sehr nice, sehr nice, sehr nice, sehr nice. Dann ist das erste Bait jetzt schon mal weg von Beats abgebaut. Ja, 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 ja. Okay, Alter, er hat Stufen gebaut. Was? Er hat einfach Sand, er hat Treppen gebaut. Wie krank der Typ ist, aber nice. Okay, der erste von den Blauen ist gerade eben schon gestorben. Mal gucken, wie es mit dem zweiten dann aussieht. Der andere, warte mal, ist es mein, ist es der oder? Ne, okay, meiner greift ihn an. Okay, er hat ihn, meiner hat ihn. Wir haben gewonnen.
Wir haben gewonnen, Alter, die zweite Runde gewonnen. Richtig fresh. Okay, waren zwei coole Runden. Ich hoffe, das Video kommt jetzt, Alter. Ich habe so bitter die erste Aufnahme einfach verkackt. Beziehungsweise OBS hat mich verarscht. Schade, okay. Aber trotzdem, jetzt haben wir es ja endlich hinbekommen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, falls ihr die ganzen Kommentare dann letztendlich schreibt und ich mir die durchlesen kann. Und ansonsten würde ich euch sagen, ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Checkt die ganzen Links in der Beschreibung ab, zum Beispiel meinen Merch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, habt einen wunderschönen Tag. Ciao, euer Beats.